Leute, ich befinde mich gerade in der Seito Uchi-Line und zwar in einem Marineview-Zug. Ich werde heute nämlich nach Okunoshima, auch bekannt als die Haseninsel, fahren. Und ja, von Hiroshima aus gibt es dort einen Zug, komplett in Marine-Design, der an der Küste lang fährt und direkt zu dem Bahnhof fährt, von dem man dann aus mit der Fähre zu der Haseninsel rüberfährt. Schon, dass dieser Zug irgendwie ziemlich Ghibli-Charakter hatte. Es war mega niedlich und wir sind damit jetzt 2 Stunden gefahren und sind jetzt in Tadanoumi. Ja, das Problem ist gerade nur, wir sind jetzt hier angekommen und die Fähre ist gerade eben vor unserer Nase weggefahren und die nächste Fähre kommt erst in 1,5 Stunden. Deswegen haben wir jetzt 1,5 Stunden nichts zu tun, weil sie nicht mal irgendwie 2 Minuten auf uns warten konnten. Aber naja. Was zu essen gemacht und haben noch ein kleines süßes Café gefunden, wo alles so mit Häschen und so eingerichtet war. Das war echt niedlich. Und das ist direkt gegenüber vom Bahnhof. Also falls ihr ja auch warten müsst wegen dieser Fähre, würde ich das echt empfehlen. Und ja, jetzt stehen wir hier in der Schlange für die nächste Fähre an und die ist so lang, dass ich nicht weiß, ob wir überhaupt auf die nächste Fähre drauf kommen. Daumen drücken also. Es gibt hier 2 Arten von Booten. Einmal diese kleinen hier, die da rüberfahren und dann dieses große. Und bisher die 2, die wir jetzt mittlerweile schon verpasst haben, waren jeweils so eine kleine. Aber auf dieses werden wir jetzt hoffentlich natürlich draufpassen. Ewigen hin und her essen, warten und keine Ahnung, haben wir es jetzt endlich auf die Insel geschafft und wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg zu ein paar Ruinen und sind schon ein paar Hasen über den Weg gelaufen, die sind echt mega niedlich, aber es gibt hier ein paar Ruinen, zu denen ich euch gerne noch ein bisschen was erzählen möchte. Und zwar ist das Ganze hier eine Insel, die mehr oder weniger jahrelang geheim gehalten wurde. Die Insel wurde von Karten entfernt, die Leuchtturmsignale wurden so manipuliert, dass Leute, die nicht hier aus der Gegend waren, nicht genau sagen konnten, okay, bin ich jetzt auf dieser oder auf jener Insel, sodass einfach niemand wusste, beziehungsweise niemand wissen sollte, dass diese Insel existiert. Und zwar lag das Ganze daran, dass hier während des Kriegs auf dieser Insel chemische Giftgaswaffen getestet wurden. Und zwar vor allen Dingen auch an Kaninchen. Man hat das Ganze nicht mit Mäusen oder Ratten gemacht, weil man die Befürchtung hatte, dass das sich als eine Art Seuche ausbreitet. Und bei Kaninchen hatte man irgendwie diese Befürchtung nicht. Und deswegen hat man das eben mit Kaninchen gemacht. Und nachdem sich das alles später so aufgelöst hatte, hat man diese Insel dann einfach mehr oder weniger den Kaninchen als Lebensraum überlassen, vielleicht auch als so eine Art Entschädigung, man weiß es nicht. Aber ja, deswegen gibt es auf dieser Insel so unglaublich viele Kaninchen, so unglaublich viele Sorten und Arten. Und ja, es ist eigentlich ganz cool, dass aus so einer doch recht geschichtlich tragischen Sache sowas super Süßes und Interessantes geworden ist, finde ich. Bild. Ich will das kleine süße Kaninchen dort hinten aufnehmen, nicht deinen fetten Arsch. Bitte schön, du darfst auch. Du bist so klein und niedlich. Du darfst natürlich auch. Alles für dich. Na. Nein, 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 du hast genug. Es ist halt auch krass, wie naturbelassen diese Insel jetzt mehr oder weniger ist. Dadurch, dass hier halt wirklich nichts weiter gemacht wird, außer dass es diese Kaninchen gibt und Tourismus betrieben wird. Es ist echt irgendwie krass, weil hier trotzdem noch die Ruinen stehen und alles so bewachsen ist. Yep,
Kanin geht mal wieder auf Abenteuerwege. Aber ich höre das Wasser. Und ich dachte, da schauen wir mal. Danke fürs Posen. Schon heftig, diese Ruine aber auch. Durchgeschwitzt, aber ich würde sagen, ich habe die epischste Aussicht auf dieser Insel gefunden. Und eigentlich habe ich mir vorgenommen, einmal um die komplette Insel zu laufen, aber ich weiß nicht, ob ich das in der Zeit, die mir jetzt noch bleibt, schaffe. Ich bin jetzt genau am anderen Ende. Noch nicht mal ganz. Deswegen mal sehen, ob ich rechtzeitig wieder bei der Fähre bin. Hier sind jetzt gerade so alte, verrostete Sportanlagen. Ich frage mich gerade, ob das auch mehr oder weniger halt von den Ruinen übrig geblieben ist, wobei ich mir das gerade wenig vorstellen kann. Wenn jemand weiß, was es mit diesen Sportanlagen auf sich hat, gerne mal in die Kommentare. Übrigens, bei all den Inseln, die man hier sieht, kann ich mir echt gut vorstellen, dass es gar nicht so schwer ist, diese Insel so ein bisschen geheim zu halten. Sie verschwinden einfach in ihrem Kaninchenbau. Sind voll gefuttert. Es ist so unglaublich heiß heute. Ich zerfließe förmlich. Ich habe jetzt meine Haare erstmal zusammengebunden. Aber was ich euch sagen wollte, man schafft es locker in 3 Stunden einmal um diese komplette Insel rumzulaufen. Ich bin jetzt fast wieder am Hafen. Da kommt ein Auto. Ich bin jetzt fast wieder am Hafen und habe ungefähr noch so ein bisschen mehr als eine halbe Stunde Zeit. Und ich habe mich ein bisschen beeilt, würde ich schon sagen. Also wenn man das gechillt macht, schafft man das locker in 3 Stunden, denke ich. Aber man sollte halt nicht zu leichtsinnig sein. Denn wie ihr gesehen habt, sind die Fähren echt überfüllt. Und ich mache mich jetzt auf den Weg zu einer großen Fähre und hoffe, dass ich da raufkomme. Es sollte eigentlich kein Problem sein. Notfalls gibt es noch 2 spätere, die kommen. Aber ich will nicht nochmal 2 Stunden warten müssen. Ja, und solange ich heute gut nach Hause komme, beende ich den Vlog dann an dieser Stelle. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Das ist meine Kamera. Wow. Hey. Runter von der Kamera. Hier. Da.